Ja, hallo Nordkicker. Heute haben wir ein paar Rendsburger Kandidaten hier, das zum ersten Mal. Wir haben es auch an den Zuschauerfragen gemerkt, da sind heute nicht so viele eingegangen wie normal, weil wir erstmal das Publikum aus Rendsburg ziehen müssen und das werden wir heute tun mit dieser tollen Runde. Da haben wir dann einmal Oliver Maaßen vom TuS Jevenstedt, dann haben wir Torben Schepe vom TuS Rotenhof und Kai Nacken-Hoffmann von Osterrönfeld. Aber ich finde, ihr solltet euch alle selbst einmal kurz vorstellen, wie ihr zu eurem Job gekommen seid, was ihr sonst so macht und wie euer Werdegang so im Fußball ist. Fangen wir einfach bei dir an. Ja, Olli Maaßen, bin 45 Jahre alt. Fußballhauptmann bin ich seit 2007. Auch mehr ja, reingestolpert, weil der Vorgänger ja, nach einem Jahr aufgehört hatte und keine Lust mehr hatte oder keine Zeit mehr hatte. Und dann hat man mich gefragt, ob ich das machen würde. Und habe dann nach kurzer Bedenkzeit ja, zugesagt. Und jetzt, ja, jetzt seit 2007 bin ich eben Fußballhauptmann. Fußball spiele ich seit, oder habe ich seit 83 gespielt. Alles beim TuS Jevenstedt mit kurzen Abstechern. Mal nach Nordhof, Running Gag, wer es weiß. Und kurz mal in Hamm-Wedel gewesen. Und sonst immer TuS Jevenstedt. Und ja, bin auch froh, bei diesem Verein zu sein. Ja, habe einen Sohn, bin nicht verheiratet, aber einen Sohn mit meiner Lebensgefährtin, mit meiner Langjährigen. Und der spielt auch Fußball, sehr begeistert, auch beim TuS Jevenstedt. Und ja. Torben, ich kenne noch als Fußballhauptmann Herrn Passig. Wann bist du in das Amt reingerutscht? Ja, also bei mir ist das so, dass ich ja kein Fußballhauptmann im Verein bin, sondern der Liga-Hauptmann bin. Also nur für die erste Mannschaft zuständig bin. Da bin ich reingerutscht, wie du das gerade gesagt hast. Als damaliger A-Jugendtrainer noch bin ich 2016 als alter A-Jugendtrainer zusammen mit Herrn Milausenden. Da habe ich dann die erste Mannschaft als Co-Trainer 2 Jahre mit ihm zusammen gemacht. Und unser damaliger Liga-Obmann Michael Jöks wurde dann erster Vorsitzender bei uns im Verein. Und dann bin ich da halt in die Rolle reingerutscht. Also seit 2018 mache ich das jetzt. Und ja, vorher bin ich auch, habe im Verein auch gespielt. Lange Jahre, musste dann aber irgendwann auch aufhören, verletzungstechnisch. Und habe in der Jugend beim Bittelsdorfer TSV gespielt. Und ja, ich bin 41, bin auch in einer Beziehung und ja, Kinder habe ich nicht, zumindest weiß ich da nichts von. Und ja. Kinder habe ich mir. Ja, genau. Jetzt bist du der direkte Nachfolger von Stefan Schrumm gewesen? Nee, Stefan Schrumm, also der kam noch denn der Michael Jöks noch nach. Achso, ja, richtig. Genau, das ist aber der wurde dann, oder standen damals die Wahlen an und da wurde dann auch relativ schnell klar, dass er das Amt abgeben will und ja, dann hatte ich eh schon mal drüber nachgedacht, so aus dem Trainer-Dasein quasi auszutreten, um auch nicht immer vor Ort sein zu müssen. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen weniger mit der Arbeit in Anführungsstrichen, aber ja, wissen wir ja alle, dass es eigentlich, wenn man die Funktion hat, eigentlich noch viel mehr ist als nur Trainer sein. Warum spielt sein Sohn nicht mehr bei euch, Momo, also Maurice Jöks? Momo spielt noch bei uns im Verein, er spielt in der zweiten, aber mittlerweile schon seit 2 Jahren, glaube ich jetzt, würde ich sagen. Genau, ist ja dann auch so mit einigen anderen ehemaligen Ligaspielern dann mal in die zweite gewechselt irgendwann. Mhm. Ja, Kai, erzähl uns was über dich und Osterrönfeld. Ja, ich bin eigentlich ein Urgrüner. Ich bin 82 hier hochgekommen im Norden, immer für den RTSV Fußball gespielt, dort auch Trainer gewesen, Trainer auch der legendären A-Jugend, die damals um die deutsche Meisterschaft gespielt hat. Und hab dann irgendwo Mitte der 90er Jahre mit Fußballspielen aufhören müssen, weil die Knochen nicht mehr mitgespielt haben. Und hab dann auf Funktionsebene oder Funktionärsebene weitergearbeitet. Bin dann ja, kurzzeitig zu Borussia 93 gewechselt und hab die 2, 3 erfolgreichen Jahre da mitgestalten dürfen. Unter anderem mit dem Highlight-Spiel gegen St. Pauli. Und als dann der Trainer Dirk Fischöder ohne mein Wissen entlassen wurde, ja, habe ich aufgehört. Und ein Jahr später kriegte ich dann Anruf von meinem ehemaligen Denker und Lenker Olaf Lehmann, ob ich nicht Lust hätte, die Aufgabe des Liga-Obmanns beim OTSV zu machen. Das war jetzt vor 8 Jahren. Und
ja, seitdem mache ich das mit Freude und Begeisterung, bin in einen super tollen Verein reingeraten und fühle mich am Bahndamm pudelwohl. Bin 60 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter, die zum Glück mit Fußballern zusammen sind. Alles gut. Auch mit Fußballern vom OTSV? Ja, meine Große ist mit meinem Mittelstürmer Florian Kuklinski seit 6 Jahren liiert, leben zusammen hier in Kiel. Und ja, hoffe, dass Florian irgendwann mal mein Schwiegersohn wird. Und was ist, wenn er den Verein wechselt? Müssen Sie sich dann trennen? Er wird den Verein. Ja, kommen wir als erstes mal dann zu jedem steht. Ich möchte gar nicht auf die jetzige Tabellensituation eingehen, jetzt noch nicht, sondern ich möchte eigentlich mehr auf die jüngere Vergangenheit zurückblicken. Denn so wie ich das aus der Ferne ein bisschen betrachtet habe, war das ein kleines Märchen, wie ihr mit, wie heißt der, Rohweder, mit vorne, mit Michael Rohweder zusammen aus der Kreisliga ging steil nach oben und ihr habt immer direkt als Aufsteiger schon gleich wieder oben mitgespielt und das, wie ich es zumindest gehört habe, mit nur einheimischen Spielern, nenne ich es mal so, und ohne viel Geld. Kannst du das so bestätigen oder wie war die Entwicklung wirklich? Das ist richtig, ja. Also los ging es ja, wir waren früher eine Fahrstuhlmannschaft, immer gependelt zwischen Kreisklasse A, zweite Kreisliga und so weiter. Dann war es nachher Kreisliga, dann kam nachher, ja, der Jahrgang 93, das war im Grunde der goldene Jahrgang Teil 1. Und dann haben wir den 95er Jahrgang, der halt Teil 2 darstellt. Und das ist eben das Gerüst nachher gewesen unserer, ja, erfolgreichen Mannschaft, die eben nachher den Durchmarsch von der Kreisliga in die Landesliga gemacht haben. Wie gesagt, wir haben Pokalsiege, 3 Stück durften wir feiern, durften im Landespokal teilnehmen mit dem tollen Spiel gegen VfB Lübeck, damals Regionalliga. Dann ganz wichtig für uns hier in der Region ist ja das LZ-Turnier, was wir in der Zeit auch viermal gewinnen konnten. Und das ist schon ein Prestige-Turnier mit den, wie gesagt, mit RSV dabei, Bühlsdorf, ODSV, Rotenhof, Audorf und uns. Wir sind da irgendwann mal wieder reingerutscht, nachdem wir viele Jahre ja nicht teilnehmen konnten, weil wir halt nicht so erfolgreich waren. Und durften dann 2011 oder durften wir wieder mitspielen und ja, seitdem sehr erfolgreich, alle 2 Jahre. Und es ist so, wir haben eben auch in der ersten Landesliga-Saison, da waren wirklich 20 Jedemsteher im Team von 21, 22 Mann. Das waren alles Jedemsteher. Ja, und Geld gab es nicht, gibt es nicht. Wir haben, wie gesagt, einen Förderverein, der halt den Fußballsport in Jedemstedt unterstützt. Aber nicht nur die erste Herren, sondern auch unsere zweite, dritte und vierte Mannschaft. Sowie auch unsere Jugendmannschaften, die wir halt bis zur G-Jugend mit allen möglichen Sachen ausstatten. Ja. Ja, also natürlich kann ich immer nur nach oben gehen. Irgendwann wird es auch mal schlechter, ist einfach so. Das erleben wir jetzt gerade. Die Frage wird wahrscheinlich auch noch kommen, warum haben wir Rovi damals, sind wir getrennte Wege gegangen? Ich denke mal, nach 6 Jahren, die sehr erfolgreich waren, das ist ja einfach so, war es irgendwann an der Zeit. Und Micha kam dann irgendwann auch im Winter an und sagte, Mensch, im Sommer vielleicht mal was anderes machen, wie auch immer. Und dann haben wir ja auch mit der Mannschaft geschnackt und so und haben gesagt, komm, lass mal neue Impulse setzen. Und wie gesagt, wo soll es noch hin? Ne? Oberliga wäre auch möglich gewesen und stand jetzt mit Corona, wären wir ja sogar jetzt noch in der Oberliga gewesen. Gut, wo man dann stehen würde, man weiß es nicht. Hätte Fahrerkette, also ja. Ja, Rotenhof hat eine ähnliche Geschichte durchgemacht. Er ist runtergegangen Richtung Kreisliga. Dann durfte ich da 2 Jahre hin. Michael Rohweder war damals auch im Gespräch, soweit ich weiß. Ja, nachher ging es dann auch 2 Ligen höher bis zur Landesliga. Das ist eine ähnliche Geschichte und ihr klopft sogar jetzt so ein bisschen, so ganz leicht an der Tür, nochmal einen höher zu gehen. Würde der Verein das überhaupt wollen und wie bewertest du die letzten Jahre dahin? Ja, die letzten Jahre waren natürlich, ja, wie du sagst, auch irgendwie, wie Olli das sagt, gefühlt immer nur so bergauf. Ja, also wie gesagt, ich kann ja immer nur die Zeit auch bewerten, wie ich jetzt da bin. Wie gesagt, 2016 bin ich da mit der damaligen A-Jugend. Das ist vielleicht ähnlich wie bei euch gewesen. Da sind ja auch heute noch viele dabei. Also Moritz Gersteuer und die Trausens und so weiter und so fort. Die sind ja damals dann alle mit in die Herren gegangen. So, und das war dann auch ein sehr guter Jahrgang, was natürlich dann auch die Mannschaft angefeuert hat, was auch Neuzugänge dann von Fockbeck und Co. anging, dass wir natürlich auch dann
ja, immer gute Leute auch dazugekriegt haben, auch vor allen Dingen aus Rendsburg oder beziehungsweise aus dem Umland. Ja, also als Hermi das damals übernommen hat, als wir noch in der A-Jugend waren, da spielten sie tatsächlich gegen den Abstieg in der Kreisliga. Gut, denn das Jahr sind sie mal nicht als 12. oder 10. rausgegangen. Und das Jahr drauf, ja, oder ab dann ging es eigentlich irgendwie dann immer steil bergauf. Wir haben dann auch dann relativ schnell, sag ich mal, in der Verbandsliga gespielt. Dann sind wir dann einmal gescheitert, auch dann wegen der Aufstiegsspiele damals zur Landesliga. Da war so eine Aufstiegsrunde, die ein bisschen dubios gelaufen ist irgendwie. Da sind wir dann nicht aufgestiegen. Das Jahr drauf sind wir dann direkt aufgestiegen. Ja, und letztes Jahr waren wir ja auch richtig gut davor in der Landesliga denn als Neuling, die ja dann leider wegen Corona abgebrochen wurde. Ja, schnacken wir natürlich auch noch oft drüber, wie wäre das denn ausgegangen, wenn die Saison ganz normal zu Ende gespielt worden wäre. Vielleicht hätten wir es gepackt. Haben natürlich dann auch rechtzeitig auch Kontakt aufgenommen zum Verband, wie das denn überhaupt abläuft. Was passiert eigentlich in der Oberliga? Was kostet das überhaupt mehr? Ich habe dann auch mit Olli ein, zwei Mal geschnackt und mich mal erkundigt, Mensch, wie war es denn damals bei euch? Ja, aber da, also vom Verband, das war, ist jetzt nachher kein Riesenunterschied aus meiner Sicht. Das haben wir dem Verein so vorgestellt, das Konzept quasi, dass wir das stemmen könnten und hatten da auch grünes Licht. Aber gut, wie gesagt, das wurde dann abgebrochen. Die laufende Saison, ja, muss man jetzt mal abwarten, wie das zu Ende geht. Wir stehen zwar sehr gut da, haben aber auch deutlich mehr Spiele als der erste und der dritte. Aber ja, also müssen wir mal abwarten, wie das dann weitergeht. Ja, Osnabrück ist wahrscheinlich der konstanteste Verein von allen dreien, der schon lange in der Landesliga oder am höchsten von diesen drei Vereinen platziert ist und der auch wahrscheinlich dann die größte Tradition mitbringt. Was kannst du so über die Zeit deines Vereins, also deines noch frischen Vereins, hast du ja eben gerade erzählt. Ja, acht sogar. Jahre sind ja nicht mehr ganz so frisch. Ja, aber dein Verein davor war dann ja RTSV. Also, wie gesagt, ich habe ja auch also im Grunde genommen nicht ganz so diese Konstante erlebt, wie du das jetzt schilderst, sondern es war ja auch ja, eine gewisse Konstante. Dann hatten wir ja einen Riesenhoch in der Saison 18-19, meine ich, wo wir in der Rückrunde ja, das beste Landesliga-Team in der Klasse waren und die beste Platzierung auch, die hier eine ODSV-Mannschaft erreicht hat. Und sind dann ja auch quasi mit dem identischen Kader in die nächste Saison gegangen. Tja, und da lief es dann genau in die andere Richtung, sodass dann der Verein sich ja auch dann entschlossen hat, die langjährige Zusammenarbeit mit Olaf Lehmann zu beenden. Und wenn Corona nicht gekommen wäre, wären wir ja so gut wie sicher abgestiegen. Ne? Und dann, als die Saison wieder eröffnet wurde, hatten wir ja unter dem neuen Trainer Mike Gabriel einen Traumstart. Und ja, wer weiß, wo das hingeführt hat. Es war ja ähnlich wie jetzt bei Rotenhof dann ein Jahr später. Aber ich denke mal, wir haben einfach einen neuen Weg bestritten jetzt. Wir haben mehr oder weniger die Mannschaft zur Hälfte ausgetauscht, haben auf viele ehemalige Osterrönfelder gesetzt, die in unserem Verein in der Jugend groß geworden sind und ja, haben auch die Mannschaft extrem verjüngt und wollen halt eben auch diese Konstante, die du angesprochen hast, die aber einmal eine Delle nach unten hatte, einmal eine Delle nach oben hatte, so weiter fortführen und unserem Publikum am Bahndamm attraktiven Fußball zeigen und natürlich auch erfolgreich sein. Bevor ich da gleich die Anschlussfrage stelle, ich bin ein schlechter Gastgeber, sonst habe ich das immer vorbereitet. Rechts neben euch, neben dem Sofa und hier stehen Getränke. Schenkt euch bitte, schenkt euch bitte selbst ein. Dann möchte ich was? Das ist noch Cola Light und Saft steht da drüben noch, hier steht nur Zelta, je nachdem was du möchtest. Und ich frage, der war ja schon mal weiter, du hast eben das Publikum angesprochen. Und ich finde, Osterrönfeld ist ein beeindruckender Verein. Ja. Also ihr habt immer, oder zumindest hatte ich das früher, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, so ein Schnitt von 350 Zuschauern. Das fand ich immer Wahnsinn. Wo nehmt ihr das ganze Publikum her? Also sind das einfach eingefleischte Leute, die auf dem Dorf bei euch leben und die alle da am Wochenende hinspazieren? Also die Anzahl ist, glaube ich, etwas hochgegriffen. Aber ich denke, da nehmen wir alle drei Vereine uns nichts. Also ich glaube, bei uns allen dreien ist immer richtig was los. Wir sind ja auch gegenseitig
Gäste und wir gucken uns dann bei unseren Nachbarn Spiele an. Und also ich finde, wenn auf allen Amateurvereinsplätzen so eine Stimmung wäre wie bei uns drei, wäre das wirklich gut, weil also ich finde auch in Jevenstedt, die haben ein ganz treues Publikum, Rotenhof hat auch immer richtig viele Zuschauer und wir auch. Bei uns ist natürlich das Schöne, dass man bei uns also wirklich dicht am Sportplatz steht. Das ist bei den anderen beiden Vereinen ein bisschen was anderes, aber wir haben ein ganz treues Stammpublikum. Viele unserer Fans, Anhänger, ja, kommen seit Jahrzehnten dahin und die Familien werden halt eben auch im Sinne des ODSV großgezogen, dass Kinder da spielen, Kinder danach auch als Zuschauer da sind und wir haben da ähnlich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Jevenstedt genau ist, aber bei Rotenhof weiß ich ja auch, dass sie eine durchgehend gute Jugendabteilung haben und man versucht natürlich auch, die jungen Leute an den Verein zu binden, sodass auch viele von denen natürlich dann bei den Ligaspielen dabei sind. In Rotenhof, wenn ich an Publikum denke, denke ich automatisch auch immer an den Block, der vom Trainer aus gesehen ganz rechts steht. Steht der da noch? Ja, ich genau. Meine den Block mit der Kiste und die gerne mal reinpöbeln. Ja, die sind immer noch da. So, gut, dass die noch da sind. Freuen wir uns auch drüber, weil auch viele Leute dabei sind, die auch viel auf den Verein machen und auch am Sportplatz machen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst. Das ist ja mittlerweile auch ein bisschen, hat sich auch ein bisschen was getan. Da ist ja aus einer Überdachung jetzt und ist ja der sogenannte TUS-Treff, wo die Jungs dann immer, wo die Herren dann immer stehen. Und ja, da wird es dann auch oft mal laut, das stimmt. Aber gut, das gehört auch dazu. Und ja. Auf jedem Platz so, oder? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, wir sind auch froh, dass die da sind. Das sind auch alles Leute, die auch immer da sind und auch auswärts immer dabei sind. Also egal, ob das jetzt Testspiele sind. Letzte Woche waren wir in Grunshagen. Da waren auch dann wieder unheimlich viele mit. Und ne, wir sind da schon stolz drauf, dass da auch so ein Zuspruch ist, ne? Weil die auch sehr interessiert sind, auch an Verein und an der Mannschaft und auch nah an den Spielern sind. Das vermitteln wir den Spielern, aber auch die Spieler, die zu uns wechseln, das sagen wir schon, dass das auch wichtig für uns ist, ne? Dass wir die auch mitnehmen, da die Zuschauer. Und ja, aber den Blog gibt es noch, ja. Ich weiß im Moment nicht, wie es in Jevenstedt mit den Zuschauern davon ist. Kannst du mir ja mal erzählen. In Jevenstedt hatte ich mein letztes aktives Pflichtspiel. Ich musste mich als Trainer von Rot-Schwarz damals im Relegationsspiel gegen Jevenstedt noch einmal kurz vor Schluss selbst einwechseln, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und dann hörte ich nur, was will denn der adipöse Mann dort? Aber ich konnte noch ein Tor auflegen zum 4:2 für Rot-Schwarz. Aber ach, das warst du? Das war ich. Aber wie ist es bei euch mit den Zuschauern? Also, der Zuspruch war immer da, aber ich sag mal, mit dem Erfolg, da kam natürlich, da wurde es natürlich immer mehr. Und ich sag mal, nachher in der Verbandsliga-Saison, wo wir Meister geworden sind und dann auch als Meister wo wir aufgestiegen sind, da hatten wir einen Schnitt von 250. Das war der zweithöchste Schnitt nach Heide. Ja, in Schleswig-Holstein, so wenn man bekommt ja vom SRV mal Tabellen und das war schon recht toll. Ich sag mal, da sind natürlich hier Highlight-Spiele dabei gewesen, die Derbys sowieso, das auch gegen Osterrönfeld, wenn man das sieht, da kommen ja teilweise in guten Zeiten 400, 500 Zuschauer und wer steht, ist so, das zieht die Massen an, ist einfach so, da kommen die auch von anderen Vereinen und das ist bei uns auch so, der Zuspruch ist gut. Man merkt jetzt, wo es nicht so läuft, ist ein bisschen weniger. Aber ich sag mal, unsere 200 Zuschauer, die haben wir eigentlich immer. Und die Pöbelfraktion, die gibt es, glaube ich, überall. Die haben wir auch. Das ist einfach so. Wir pöbeln selber auch mal. Das gehört eben dazu. Wie sind denn für diese Saison die sportlichen Ziele? Also wie realistisch ist denn der Klassenerhalt? Also bis zum Ende werden wir kämpfen. Das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 3 Punkte. Das ist nicht viel. Das wissen wir. Aber der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen ist auch nicht so groß, zumindest zum Platz 10. Und den streben wir an. Wir haben natürlich Probleme gehabt mit den ganzen Verletzten in der Hinrunde, wo wir wirklich hier teilweise nicht mal, ja, oder gerade mal 10 Spieler aus der Liga auf dem Platz hatten. Und das hat uns, ja, konnten wir nicht kompensieren. Ganze Abwehr ausgefallen, etc. Und jetzt in der Rückrunde hoffen wir, dass einige wiederkommen, dass sie fit wiederkommen und dass wir dann nochmal angreifen können. Und ja, hängt davon ab, wie wir gegen Tungendorf jetzt am 20. März und danach dann gegen Gerdorf,
27. Wie wir da starten, wenn wir da zwei Siege einfahren könnten, dann ist alles drin. Euphoriewelle und dann mal sehen, was geht. Was hat denn zum Umbruch in Anführungszeichen geführt, dass ihr nach der Erfolgsgeschichte, nachdem es steil bergauf ging, wo du sagst, es waren so alles die gleichen Jungs, der 95er Jahrgang, hast du gesagt, sind da welche weggeworben worden oder wodurch seid ihr jetzt schwächer geworden? Wir haben natürlich immer Abgänge gehabt, Studenten, ich glaube, das Problem hat jeder von uns, viele Studenten, die halt weggegangen sind, weit weg ist eben so, ne? Berlin und weiter nach Süden, gen Süden. Und die fehlen uns natürlich, ne? Die Gömpel-Brüder zum Beispiel, Piet und Tim, Tore neben, das sind alle Spieler, die uns hier fehlen. Und die könnten auch heute noch locker bei uns in der ersten Mannschaft mitspielen und würden da, also ganz wichtige Spieler, die uns eben weggebrochen sind. Und wie gesagt, neuer Trainer, ist ganz klar. Dass es nicht alles so weitergeht. Die erste Saison war ja auch unter Patrick, lief ja auch soweit ganz gut. Dann eben der Abbruch. So, und ich meine, letztes Jahr... Patrick war früher beim PSV? PSV, genau. Ja. PSV, Comet Kiel. Mhm. Ne, und zuletzt TSV Gardeland. Genau, und... genau, da habe ich ihn auch zuletzt gesehen, stimmt. Und das muss ich ja eben auch erst finden. Neuer Trainer ist überall so. Aber ich denke mal, nachher waren wir auf einem guten Weg. Haben dann auch das letzte Spiel vom ersten Corona-Lockdown beim OTSV damals gewonnen. Und dann eben letzte Saison, da muss man auch, den waren wir auch abgeschlagen. Letzter. Aber mal gucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt und wir werden alles reinwerfen. Unsere Spieler werden alles reinwerfen, um den Kern noch runterzuziehen, um den Klassenerhalt auch zu schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann ist auch kein Beinbruch. Wie gesagt, wir wissen, wo wir herkommen. Und es ist für ein Tusim vermessen zu sagen, wir spielen hier über Jahrzehnte lang in der Landesliga. Das ist eben so. Ne? Wir hoffen dann, wir haben jetzt neue Jugendliche, die nächstes Jahr wieder hochkommen. Und da hoffen wir einfach, dass wir da vielleicht wieder einen goldenen Jahrgang generieren können. Die nächsten ein, zwei Jahre kommen auch nochmal gute Jungs nach oben. Wir auch bei Rotenhof und beim OSV versuchen wir natürlich auch unsere gute Jugendarbeit auch so einzusetzen, dass die Jungs dann eben auch in die Geschichte bleiben. Ist ja ganz klar. Ne, dass wir die Jungs an den Herren oder in den Herrenbereich übernehmen können. Und das ist eben das Ziel. Muss auch das Ziel sein. Weil wie gesagt, Geld zahlen, bei uns gibt es kein Geld und das geht nur mit eigenen Talenten. Und den Weg sind wir, wie gesagt, schon länger gegangen. Ne? Und so baut man sich eben dann auch vielleicht mal eine gute Mannschaft auf. Und das hat eben 93 geklappt oder mit dem 93er Jahrgang und 95er Jahrgang. Und jetzt hoffen wir, dass wir die Jugendlichen in den etablierten Stamm einbinden können und dass sie vielleicht genauso eine gute Rolle spielen können. Hast du denn keine Angst vor den beiden, die hier auf dem Sofa sitzen, dass die wie die Geier dann über deine A-Jugend kreisen, wenn ihr absteigen solltet? Oder habt ihr da einen guten Plan B? Also erstmal haben die jetzt zugesagt, unabhängig von der Liga. Die spielen auch Verbandsliga, wenn es dann so kommen sollte. Und ich glaube, da sind wir schon... Wir gehen schon ehrlich und vernünftig miteinander um. Dass mal jemand geht, das ist jetzt Jan Mareschallis Wechsel jetzt auch im Sommer zum OTSV, das ist eben so. Es wird bestimmt auch mal wieder einen Spieler geben, der vom OTSV zu uns kommt oder vom TuS Rotenhof zu uns. Das ist so. Aber da gehen wir schon fair miteinander um und deswegen, wir kennen es auch schon ein paar Tage länger. Und das ist schon ein gutes Miteinander. Ja. Wie ist das in Rotenhof? Personalsituation? Dann hake ich da jetzt noch kurz nach, bevor ich dann zu dir rüberkomme. Du hast eben gesagt, die A-Jugendspieler haben schon verlängert. Gilt das für die Ligaspieler auch, egal welche Liga? Großteil. Mhm. Ja, schnell ein Fragezeichen. Wie gesagt, ist natürlich für einige auch wichtig, wo wir spielen. Das ist die Landesliga oder eine Verbandsliga. Aber abwarten. Wie ist das bei euch personell? Und ja, vor allem, weil wir ja eben dann bis zu einem bestimmten Punkt gekommen waren. Kann und will der Verein denn finanziell die Oberliga stemmen? Ja, also erstmal personell. Also wir machen das immer bei uns, wird woanders irgendwie nicht so gemacht, höre ich zumindest oft. Wir machen das immer schon recht frühzeitig bei uns, dass wir schon Ende Oktober oder spätestens Anfang November auf die Spieler zugehen, die bei uns im Kader sind. Dass wir da auch schon abklopfen, wie denn die Richtung so ist für die neue Saison. Das ist sehr früh, aber das haben wir von Anfang an so gemacht, damit wir da auch schon Planungssicherheit haben, falls da dann doch mal irgendwie Spieler dabei sind, die dann sagen, ich möchte nochmal was anderes machen oder ich möchte vielleicht kürzer treten, weil ich Familie,
gründen möchte oder gegründet habe. Oder wie du schon sagst, mit den Studenten, die sind ja auch alle jung und studieren noch und sonst was, dass wir da immer rechtzeitig Bescheid wissen. Aber da haben wir auch jetzt alle zugesagt für die neue Saison. Das steht also, das Gerüst. Ja, neuzugangstechnisch sind wir jetzt auch bis jetzt noch gar nicht großartig aktiv gewesen. Wir hatten da so 2-3 Gespräche bei uns, aber da ist jetzt noch nichts konkret. Ja, nee, aber wir müssen auch nicht unbedingt. Also die Mannschaft, die wir jetzt so haben, die ist, das ist alles in Ordnung. Das sind gute Jungs alles, die auch Bock haben, bei uns zu spielen. Und wir müssen da jetzt auch nicht auf Teufel komm raus noch irgendwie jetzt willkürlich irgendwie Leute ansprechen. Und wie ist die Personalsituation in Osterwannfeld? Ich meine, ihr seid so im Mittelfeld eigentlich, habt ihr die größte Planungssicherheit von allen. Ihr werdet nächstes Jahr in der Landesliga spielen. Wie ist da so der Stand bei den Spielern? Ja, wir haben auch im Dezember die Gespräche mit dem jetzigen Kader aufgenommen. Vom jetzigen Kader haben von den Feldspielern bis auf 3 Spieler alle zugesagt für die nächste Saison. Die 3 Spieler, die noch nicht zugesagt haben, wollen den Verein nicht verlassen. Aber ich sag mal, der eine wird seine Meisterschule beginnen und weiß nicht, wie sich das entwickelt. Der zweite weiß nicht, wie sich das mit seinem Studium entwickelt. Und der dritte möchte einfach sehen, wie die Rückrunde läuft. Aber alle 3 haben gesagt, dass sie sich eigentlich bei uns wohlfühlen. Von den Torhütern hat Anton Dembowski fest zugesagt. Bei Sören Wichert, ja, muss man auch die berufliche Zukunft sehen. Der fährt ja nun immer 50 Kilometer für jedes Training aus Geest zu uns. Und Trevor Polanski wird bleiben, wenn er die 2 ist. Neuzugänge haben wir Jan-Mathis Charlies und Mathis Hart für die nächste Saison gewinnen können. Und ja, wir sind natürlich schon noch mit dem einen oder anderen Spieler im Gespräch und ja, möchten eigentlich auch noch 1-2 Leute dazu gewinnen. Also hört sich so ein bisschen so an, als wenn ihr auch nächste Saison einen höheren Tabellenplatz anstrebt als den aktuellen. Naja, also wir haben dieses Jahr reichlich Punkte, denke ich mal, leichtfertig verschenkt und stehen trotzdem noch recht sicher da. Beste Beispiel ist das Spiel gegen unseren Nachbarn. Das vergesst ihr nicht, ne? Wo wir halt eben ja, nur 2-2 gespielt haben und ja, eigentlich, ja, ist egal. Jedenfalls. Wir müssen auch mal Glück haben. Wir haben viele Spiele gehabt, also wenn ich die jetzt alle auspacke, alles die gut. Wir unnötig verloren haben. Alles gut. Nein, also es ist schon so, dass dieses Jahr ist ja eine 2-Klassen-Mannschaft oder eine 3-Klassen-Liga ist. Du hast Kilia Kiel, die unter ganz anderen Voraussetzungen spielen als alle anderen. Und dann hast du vielleicht 2-3 Vereine, die ein bisschen abfallen. Für uns unerwartet auch jeden steht, muss man ganz klar sagen. Aber alles, was dazwischen ist, hat ja wirklich ein gutes Landesliga-Niveau und ist auf einem ähnlichen Level. Also es sind immer enge Spiele und du siehst es ja auch, die richtigen Peitschen kriegt man eigentlich nur, wenn man gegen Kilia Kiel spielt. Also sonst sind das ja auch immer enge Ergebnisse. So, und wir möchten natürlich schon uns sportlich verbessern und möchten schon also in der nächsten Saison dann im oberen Drittel mitspielen. Wir haben dieses Jahr gesagt, nicht absteigen, unter die ersten 6 kommen. Das bleibt auch weiterhin unser Ziel. Aber wir möchten schon nächstes Jahr, wir würden nie sagen, wir wollen aufsteigen, aber wirklich oben mitspielen und das Ganze ein bisschen spannend machen, ist schon unser Anspruch und unser Ziel. Wie sehr hat Osterrönnfeld nochmal von dem Kunstrasen profitiert? Nun ist er schon ein paar Jahre da, aber das hat die Anlage an sich ja auch nochmal extrem aufgewertet, oder? Diese 3 Plätze sind es, glaube ich, nebeneinander, der Hauptplatz so schön gelegen und dazwischen den Plätzen jetzt nochmal ein Kunstrasen, ist eigentlich bombastisch, oder nicht? Ja, es ist von daher bombastisch, weil wir natürlich gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, das merken wir ja auch immer mit den Anfragen, quasi die Sicherheit haben, in der Wintervorbereitung immer eine vernünftige Vorbereitung mit Testspielen zu machen. Du hast immer die Gewissheit, dass du vernünftig trainieren kannst. Ne? Aber unsere Spieler spielen lieber auf dem Rasen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und auch das Umfeld möchte natürlich, dass wir auf dem Rasen spielen. Deshalb trainieren wir auch einmal die Woche. Also wir haben im Moment 3 Trainingseinheiten.
und einmal die Woche trainieren wir in Lester-Rhönfeld. Wir haben eine Spielgemeinschaft mit denen, unsere dritte und unsere vierte Herren, und haben da ein super Gelände, wo man also den Rasen immer neu abstecken kann, sodass du immer einen gepflegten Rasen hast. Aber gerade was so die Planungssicherheit hat für die Wintervorbereitung, ist der Kunstrasen enorm wichtig. Also ich denke, das ist bei euch ähnlich. Und ja, von daher bringt uns das schon nach vorne, ja. Wie sehr vermisst ihr einen Kunstrasen? Fehlt, ne? Guck raus. Dafür, da sagt alles, morgen wird definitiv kein Training. Wie improvisiert ihr jetzt in der Vorbereitung bei so einem Wetter? Also wir waren bis jetzt auf den Plätzen drauf. Hm. Also das, echt? Immer vollständig? Ja. Jetzt wird es natürlich schwierig, ne? Gerade morgen. Ich meine, gut, ob man morgen trainieren kann, da ist auch, glaube ich, auf dem Kunstrasenplatz nichts möglich. Aber wir haben ja immer noch eine Sporthalle, wo wir gegebenenfalls Tegeltraining machen oder wir machen andere Einheiten, Spinning oder man geht mal in die Pagelsdorf-Halle, wie auch immer. Fitnesseinheiten. Dann fahrt ihr aus Rendsburg auch ganz zum Pagelsdorf-Center, ja? Das passiert auch mal, wenn mal ein Termin da frei ist, ne? Oder halt Fitnesseinheiten, Laufbahn. So, da kann man auch ein bisschen was machen. Laufen ist natürlich immer verpönt, das macht eigentlich keiner. Mochten wir früher auch nicht, aber ich denke mal, wir haben das früher auch gemacht. Und ich sag mal, wenn gar nichts geht, dann geht das zumindest noch. Ne? Ist einfach so. Ja, aber Kunstrasen fehlt, ganz klar. Im Schwimmzentrum Rendsburg kann man immer ganz gut Aquadrill machen. Macht ihr das noch so oder ist das gar nicht mehr? Allgemein, das, also die Frage geht an alle drei. Wir haben es mal gemacht, weil unser Spieler Kenneth Trausen, der hat da auch seine Ausbildung gemacht in dem Hallenbad oder in dem Schwimmbad. Oder sind wir da tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir da öfter waren, aber da wurde das mal genutzt, ja. Ansonsten nutzen wir auch, wie du schon sagst, wir haben auch so einen Fitnesscoach jetzt seit 2 Jahren ungefähr bei uns. Da sind wir jetzt auch da immer, oder jetzt oft dienstags immer dann im Fitnessstudio, der macht dann so eine Krafteinheit mit denen. Da haben die auch, die meisten zumindest, auch Bock drauf. Ja, ansonsten haben wir ja auch den Vorteil, dass wir dann den Kunstrasenplatz haben, wo wir ja auch dann bei Scheißwetter immer, eigentlich immer trainieren können. Genauso wie du aber gerade sagtest, die Spieler wollen auch auf Rasen gerne mal trainieren. Das ist bei uns dann nicht möglich. Auf dem A-Platz dürfen wir nicht trainieren. Deswegen sind wir jetzt auch schon seit einiger Zeit montags immer beim RTSV auf dem Nobiskrug-Sportplatz und dürfen dann montags auch den Platz nutzen, dass die Jungs dann auch mal auf Rasen trainieren können. Das auch, weil nur auf Kunstrasen, das ist dann auch nicht gut, ne? Hat sich euer Kunstrasen erholt? Der war auch mal gesperrt, ne? Der war mal gesperrt, genau. Aber das ist ja, das haben die ja halbwegs saniert, zumindest vor ein paar Jahren mal. Und doch, das ist, da kann man es wieder anständig drauf trainieren, ja. Und auch spielen sogar. Erklärt mir doch mal, kommen wir mal von euren drei Vereinen erstmal kurz weg, erklärt mir doch mal den Untergang vom RTSV in den letzten Jahren. Warum, wieso, weshalb? Okay, das ist aber... Ich habe davon... Ja, guter Part für dann mal los. Naja, also ich denke mal, so wie man das bei vielen Vereinen auch schon erlebt hat, ist es so, wenn man Geld in die Hand nimmt und viele auswärtige Spieler holt und dann auch sehr ambitionierte Ziele hat und dann, sag mal, ja, auch Leute holt, die also richtig, richtig Geld kosten, ne? Und dann im Grunde genommen die Jugendarbeit komplett vernachlässigt. Und irgendwann zieht sich der Geldgeber zurück. Kein was, ne? Ja, dann bricht halt eben sowas alles zusammen. Ne? Also es war ja so, dass der RTSV über Jahre von seiner sehr, sehr guten A- und B-Jugend gelebt hat. Also ich war ja selber 3 Jahre A-Jugendtrainer mit den Jahrgängen von Olaf Lehmann, Kai Nessen, Michael Zuleger, Gunnar Jetzt, Jaimar Krabbe. Ich weiß gar nicht, wie ich da noch alles aufzählen kann, der Landesauswahl gespielt hat und der dann quasi seinen Weg beim RTSV gegangen ist. Und da sind ja wirklich nur wenige weggegangen. Klar ist dann irgendwann mal Gunnar Jess, dann zu seinem Bruder Joko Jess gewechselt und. Aber man hat eigentlich über 6-7 Jahre immer 5-6 gestandene Verbandsligaspieler aus der Jugend gekriegt, die sofort integriert wurden, gerade unter den Trainern Horst Bauer und Gerd Schröder. Und hatte ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Jahre in den Beginn der 90ern. Und irgendwann ist diese Jugendarbeit komplett, ja, runtergefahren worden.
Es gab keine vernünftigen Trainer mehr. Es gab kaum noch, es lohnte sich nicht, eine zweite A-Jugend zu haben. Und ich weiß noch, zu meiner Zeit als A-Jugendtrainer war es so, dass unsere A2 die Nummer 1 im Kreis war. Na, also du spieltest damals ja noch, und da gab es ja nur die Verbandsliga, gab es ja noch keine A-Jugend-Bundesliga. Und du spieltest halt eben in der höchsten schleswig-holsteinischen Klasse und spieltest immer unter den ersten dreien mit. Und deine zweite A-Jugend hat alles, was im Kreis war, dominiert. Na, also es war wirklich ja, beeindruckend, was da für Potenzial war. Und wie gesagt, irgendwann ging es dann halt eben aber los, dass neue Leute sich in den Verein eingefügt haben und so die alte Garde um Schinke Jäger, Heinz Pahl, Dieter Krabbe, ja, zur Seite geschoben wurden. Und es wurden auswärtige Spieler geholt und die wurden mit viel Geld bezahlt. Und dann sieht man, was dabei rausgekommen ist. Ne? Weil irgendwann ist das ganze Kartenhaus zusammengeklappt, weil das waren dann auch Spieler, die dann auch sofort gewechselt sind, wenn es irgendwo ein paar Mark mehr gab. Magst du konkreter werden? Was heißt viel Geld? Also was waren da so die Spitzenverdiener? Also das kann ich nicht so sagen, weil ich halt eben einfach dazu nicht zu sehr oder kein Insider war. Ne? Also ich weiß nur, dass auch ein Spielertrainer, der dann mal kurzzeitig dort das Kommando hatte und eine sehr enge Beziehung zu den Geldgebern hatte, ja, auch dann auf einmal als erfolgreicher Gastronom auftrat und man sich gefragt hat, wie das zustande kommt. Aber Summen kann ich da nicht sagen. Also, weil das, also wurde schon vierstellig? Ich denke, bei dem einen oder anderen schon. Aber ja. Ich glaube, ich hab letztens irgendwann mal in die Aufstellung vom RTSV reingeguckt. Kann das sein, dass Malte Helert von damals immer noch übrig geblieben ist? Ja. Der spielt dann noch, ja. Und trifft immer noch. Ja. Aber war das nicht auch früher einer, der für Geld gespielt hat? Und jetzt wird es doch bestimmt kein Geld mehr geben, oder? Aber wie alt ist Malte? Ich habe keine Ahnung. Ende 30. Den hab, okay. Sein Vater leitet das Jugendheim da. Aha. Also ich denke mal, ja, also ich weiß nicht, ob es Geld geht, aber es ist ja auch so, ein absoluter Stammspieler von uns, Vitali Stolz, dem wir einen Ausbildungsplatz besorgt haben, vor dreieinhalb Jahren, der unter unserem neuen Trainer als Führungsspieler gesetzt war, der beim UdSV eine Aufgabe als Jugendtrainer übernommen hatte, der das Versprechen hatte, dass wir ihm die Lizenz bezahlen, wechselt als spielender Co-Trainer in die Kreisliga. Das sagt doch schon eine Menge. Ja, aber bei ein, zwei Leuten lohnt sich's nicht, ne? Muss man ja ein bisschen. So. Aber Kai, was ist nicht mehr da, ja? Nee, die gibt es nicht mehr, aber die Sparkasse ist ja jetzt sehr engagiert da. Ach so. Ja, ist eigentlich auch schade um die Riesenanlage, die da haben. Ne? Ich meine, die haben sie sich mit Borussia geteilt. Und Eintracht auch. Ne? Eintracht also auch noch. Das ist ja eine städtische Anlage und deshalb hat ja auch Rotenhof das Anrecht, da auch drauf zu trainieren. Also ist ja nicht die Anlage des RTSV. Ach so. Ja, und das Vereinsheim oder das, dieser Getränke. Aus, die Getränkeausgabe wird ja auch ausschließlich von Borussia 93 gemacht. Mhm. Also, und das auch schon seit 10 Jahren bestimmt. Mhm. Ja, also. Ich musste mich damals als A-Jugendtrainer bei Eidertheim-Wolfsee auch immer und regelmäßig mit dem RTSV messen. Und damals war Malte Helert auch noch A-Jugend gespielt. Du hast eben von der um die deutsche Meisterschaft mit der A-Jugend gesprochen. Erzähl mal von dem Erlebnis. Ja, das war Saison 82-83, als ja, der RTSV Landesmeister wurde und wir dann in der ersten Runde gegen die Reinickendorfer Füchse spielten, die damals Landesmeister in Berlin wurden. Und das war halt eben noch ja, keine Handyzeit oder sowas. Ich hatte dann im Kicker gelesen, so einen kleinen Abschnitt, dass sich der Trainer von Hertha BSC und den Reinickendorfer Füchsen nicht grün waren. Hatte dann
Ne? Wir hatten ja damals noch Telefone mit Wählscheibe, hatte mir die Telefonnummer rausgesucht. Aus dem Telefonbuch, ne? Ja, und hatte dann mit dem Trainer von Hertha lange telefoniert und dann, also wirklich über eine Stunde, und er mir zu jedem Spieler von den Reinickendorfer Füchsen so ein bisschen ein paar Sätze was gesagt und ich das dann aufgeschrieben hatte. Und mein damaliger Freund, mit dem ich auch in der WG wohnte, Armin Peetsch, ist dann wirklich so undercover nach Berlin gefahren und hat dann halt eben ein Spiel von den Reinickendorfer Füchsen beobachtet. Ja, und dann sind wir 3 Wochen später nach Berlin mit 2 Bussen, Eltern, ein paar Fans und haben halt eben dort auch 1-1 gespielt. Ein ganz tolles Erlebnis, weil man schon gemerkt hat, dass das vom Umfeld, wie die Reinickendorfer Füchse aufgestellt waren, ganz anders war als bei uns. Ne? Ich bin mit meinem Betreuer Manni Stark dahin, Co-Trainer hatte ich nicht, Masseur hatte ich nicht, wurde dann vom Verein extra für dieses Spiel einer besorgt. Ja, und das Rückspiel haben wir dann vor 1600 Zuschauern am Nobis Krug mit 1-3 verloren. Weil wir halt eben, also die waren schon klasse, aber wir hatten halt eben im Hinspiel auch wirklich 3 Leistungsträger verletzt mit zurückgenommen. Weil die waren fitter, und man weiß ja selber, wie es ist, wenn die Kraft einen verlässt, dann bist du anfälliger für Verletzungen. Und so fielen mir halt eben 3 Stammspieler aus, und das hat dann auch den Ausschlag gegeben. Aber das war trotzdem ein tolles Erlebnis. Und wenn man dann das erste Mal im Kicker Sportmagazin so einen kleinen Bericht über seine Mannschaft liest, dann ist das schon was Tolles. Vor allem, wie gesagt, ich war 23 Jahre alt als Trainer. Und ja, das war schon ein tolles Ding. War das dein schönstes Erlebnis so im Fußball? Ja. Ja, doch, weil es halt eben auch vom Niveau natürlich sehr hoch angesiedelt war. Ne? Wenn du als Trainer schon das machst, aber also ich habe ja auch selber jahrelang Fußball gespielt, und da hat man natürlich dann für sich auch irgendein Tor oder irgendeine Szene, die man genauso hoch bewertet. Aber es war schon, weil es halt eben auch wirklich Leistungsfußball war, schon das Tollste, was ich erleben durfte. Ja, cool. Klingt nach einer schönen Geschichte und nach einem tollen Event. Und ein tolles Event war in Rendsburg Eckernförde auch immer die Hallenkreismeisterschaft, fand ich zumindest. Da war ordentlich Zunder drin. Die Qualifikation wurde in Eckernförde gespielt und eine in Rendsburg oder Büdelsdorf und keine Ahnung. Also in 2 verschiedenen Hallen wurde das immer gespielt, und dann zur Endrunde kam man am selben Tag noch oder am gleichen Wochenende zusammen. Wie sehr vermisst ihr dieses Erlebnis, diesen Hallenfußball? Ja, was du sagtest, also ich kenne das ja noch, dass das in Büdelsdorf und Rendsburg damals gemacht wurde, also Vorrunde in der Emilie-Neudisch-Schule und in der Herder-Schule. Ja, Herder-Schule auch, ja. Genau, jetzt mittlerweile ist das ja immer in Eckernförde. Auch in 2 Hallen, das ist ja ein Komplex, aber 2 getrennte Hallen. Aber ja, das ist klar, das ist immer ein Highlight, das ist so. Auch für die Spieler, also die haben da ja auch Bock drauf. Ja, das ist jetzt ja ausgefallen, das letzte Mal wegen Corona. Das Jahr davor konnten wir sogar gewinnen. Sind sogar da in der Halle dann Kreismeister geworden und durften dann ja auch zur Landesmeisterschaft nach Hennstedt-Ulzburg fahren, die wir dann ja auch gewonnen haben. Und das, ja, das sind schon tolle Sachen, ne? Vor allem auch für die jungen Spieler, die dann auch da Bock drauf haben, in der Halle da ein bisschen zu zaubern. Das waren schon, ist schon immer eine coole Sache. Ja. Vor allem trifft man sich auch immer alle Mann so mal mit den Vereinen, die da so im Umkreis unterwegs sind, auch dann die Mannschaften, die hier nicht in einer Klasse spielen. Man kennt sich dann ja doch irgendwie über Jahre. Und also ich bin da auch immer gerne gewesen. Ich hoffe auch, dass es dann nächstes Jahr oder dieses Jahr, eher gesagt, auch wieder stattfindet. Aber das weiß man ja alles nicht heutzutage. Wie ist denn so sein deine Eindrücke da? Wir haben da auch immer gerne mitgespielt. So erfolgreich waren wir nicht. Das war immer noch das Ziel, dass wir auch immer den Hallenkreismeister-Titel holen. Aber wir haben es nie geschafft. Wir haben eigentlich auch immer eine gute Truppe gehabt. Und war natürlich immer so Eckernförde, natürlich die Halle 1 war es, glaube ich, die ist nicht so schön, aber vorne mit der Tribüne und so, das hat immer Spaß gemacht. Ne? Und doch, wobei ich aber auch sage, Futsal hat irgendwie, ja, seitdem wir da spielen, ist nicht ganz so meins. Also ich sage, nee, Hallenfußball ist wie Tennis und Tischtennis. Ne? Ja, also Hallenfußball war schöner, gut, aber
das ist eben so. Achso, zuletzt habt ihr Futsal auch da gespielt. Genau. Mhm. Wo die Jungs da ja schon, also ich finde das auch, also ich finde das auch nicht so, aber wir kennen das halt auch anders. Mhm. Aber dass sie, also die Spieler haben da schon Bock drauf, weil das schon mehr auch denn mit Technik zu tun hat. Früher war das so. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich selbst daran erinnern, als wir selber dann noch gespielt haben, da war ja mit Banden und teilweise ja sogar, ich glaube einmal haben wir sogar mit Rundumbande, kann ich mich daran erinnern. Ja, da kann man ja auch dann schon noch ein bisschen grober spielen, sag ich mal, aber jetzt mit Außen. Aber das macht ja gerade den Hallenfußball aus. Ja, das stimmt. Gerade so eine Runde. Und so ein mal ehrlich, so ein Futsal, den können wir doch alle drei noch stoppen, oder nicht? Ja, das können wir. Normalen Ball auch. Ne? Ja, merkwürdig ist eben, weil das Hallenmasters eben immer noch normal gespielt wird, Landesmeisterschaft. Mit Futsalregeln, aber Hallenfußball, und ja. Wir spielen eben mit dem Futsal. Ja. Ja. Was an den Regeln toll ist, also wenn du das Hallenmasters ansprichst, dass der Torwart ja nur einmal angespielt werden darf. Das macht das Spiel natürlich schneller, weil du nicht immer wieder hinten rum spielen kannst. Und dass er sogar dann auch in der gegnerischen Hälfte dürfte er theoretisch wieder mitspielen. Also man bringt ihn vielleicht auch wieder dazu, ein bisschen offensiver zu spielen. So wie sie es halt früher, als wir noch Bundesliga-Hallenfußball gucken durften, wie sie da immer hinten da über fünf gespielt haben. Und dann waren nachher die Torhüter, waren in der Torschützenliste ganz oben. Das kennen unsere Spieler schon nicht mehr. Das war vor eurer Zeit. Lange her. Aber es war immer nett anzusehen, wenn Richie Goltz nachher ganz oben in der Torjägerliste war. Geld. Wird beim Rotenhof gezahlt? Nein, also wir können wir auch gar nicht, weil wir da auch die Mittel überhaupt nicht für hätten. Also wir finanzieren uns da auch in den ersten Herren jetzt auch komplett selbst, also durch... ja, durch Sponsoren, durch viele Sponsoren. Wir haben da jetzt auch keine großen Fische, jetzt sag ich mal, die da irgendwie unendlich Geld reinpumpen. Wir haben da schon einen guten und treuen Stamm so von Sponsoren, die uns da unterstützen, wo wir dann aber auch alles von bezahlen müssen. Also Spielergehälter oder Prämien oder was da so in einigen Vereinen gezahlt wird, das machen wir nicht. Wir haben 3, 4, 5 Spieler, die aus Kiel sind, ne, die da studiumstechnisch damals hingegangen sind und da geblieben sind, weil sie da jetzt inzwischen arbeiten und leben. Die kriegen dann ein bisschen Fahrgeld, damit sie da keine Unkosten haben, wenn sie zum Training und zum Spiel fahren, aber das ist auch normal. Und offen in der Mannschaft kommuniziert wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, das weiß jeder, da weiß auch jeder, was da fließt und das ist aber auch, ich habe da vorhin mit Kai erst noch drüber geschnackt, über die Fahrgelder und das ist wirklich nur der Unkosten. Wir haben aber auch das Glück, dass wir da auch genügsame Leute haben bei uns. Die wissen aber auch alle, worauf sie sich einlassen, ne, wenn sie dann nicht schon lange bei uns sind oder zu uns wechseln. Das ist ja, ich glaube, das wissen die Spieler mittlerweile, wo da denn doch Geld fließt und wo nicht. Und da haben wir auch nie irgendwie uns erklären müssen oder was, dass dann die Spieler plötzlich gesagt haben, Mensch, wäre ja doch mal ganz nett, wenn wir mal eine Prämie kriegen. Ne? Die freuen sich dann, wenn wir mal einen schönen Sieg hatten und dann mal zu unserem Griechen gehen und das bezahlt wird, dann freuen sie sich. Und bei dem war ich auch häufig. Ja, genau, da sind wir auch gerne schon. Genau, und das wird dann auch mal dann übernommen und das ist dann auch okay. Aber ansonsten gibt es da Busse. Wir haben jetzt seit dieser Saison machen wir das so, dass wir auch zu jedem Auswärtsspiel einen Bus einsetzen, wo die Spieler dann auch dann kostenfrei oder wir alle dann kostenlos mitfahren können. Da fahren dann auch unsere Zuschauer immer mit und ja, das finanzieren wir dann quasi zusammen mit den Zuschauern so. Da versuchen wir immer irgendwie so ein paar Sachen schon noch für die auch möglich zu machen, auch die Fitnesseinheiten und so, das ist natürlich alles dann logischerweise auf unsere Kosten, aber Gehälter oder ähnliche Sachen, das gab es auch so noch nie beim Roten Hof und ja, ist auch so nicht geplant. Also solange ich da irgendwie was mit zu tun habe, wird es sowas auch nicht geben. Ich wüsste aber auch nicht, wie gesagt, wovon wir das nehmen sollen. Also das ist gar nicht möglich. Gibt es bei der blau-weißen Nacht dann auch immer noch griechisches Buffet? Die blau-weiße Nacht, wir hatten jetzt ja die 100-Jahr-Feier und da gab es da gab es kein griechisches Buffet. Und sonst hatten wir mal eine Feier im Bullentempel in Rendsburg, aber da gab es tatsächlich auch kein Grieche. Nee, das ist ein bisschen weniger gut. Aber wenn wir so von der Mannschaft jetzt Events haben, dann hat er da oft mit zu tun. Ja. Osterrönfeld, gibt es da Kohle? Gefühlt würde ich jetzt sagen ja, aber ich weiß es nicht. Also es gibt kein Geld, dass irgendwie ein Spieler Geld bekommt, weil er zu uns kommt oder weil er mal Fußball spielt. Unsere Spieler kriegen wie bei Rotenhof
wenn es Studenten sind oder Auszubildende sind und die kommen aus Flensburg oder die kommen aus Kiel, bekommen die Tankgutscheine, also auch kein Geld, sondern wir haben mit unserer Tankstelle halt eben eine Abmachung, da können die dann halt eben tanken und diese Tankscheine richten sich nach Trainingsspielbeteiligung. Also ich kriege jedes Mal vom Trainer die Teilnehmerliste von dem ganzen Monat und entscheide dann, kriegt er seinen Tankschein komplett oder kriegt er nur 50%. So, wir hatten eine Ausnahme gemacht, weil wir in dieser prekären Situation waren nach der Verletzung mit Anton Dembowski, dass wir halt eben Kontakt zu Sören Wichert aufgenommen hatten, der ja aus Geest kommt, was 50 Kilometer entfernt ist, der einen etwas höheren Tankschein kriegt, der aber auch nach seinen Trainingseinheiten ausgezahlt wird. Na, aber unsere Spieler kriegen dann einen Zuschuss einmal pro Saison, kann ich auch ganz offen sagen, von 50 € für Fußballschuhe. Und unsere Spieler kriegen von unserer Raute eine Siegpunktprämie, die aber im Grunde genommen in die Mannschaftskasse fließt, wovon dann die ganze Mannschaft profitiert. Raute ist der Förderverein, ja? Raute ist der Förderverein. Mhm. Aber es kriegt kein Spieler von uns Geld dafür, dass er zu uns kommt oder eine monatliche Zahlung. Das können wir genauso wenig wie der TuS Rotenhof oder ich denke mal bei jedem Schiff wird es ähnlich sein. Na, aber wie gesagt, diese Punktprämie, die von der Raute gezahlt wird, fließt in die Mannschaftskasse, sodass im Grunde genommen die ganze Mannschaft da was von hat.